unser Brauch ist das Hirtenspiel. Wir fangen da schon immer Anfang Dezember an, die Rollen zu verteilen und die Proben. Unser Hirtenspiel gibt es seit Ende der 80er Jahre, also knapp 30 Jahre. Am 24. ist die erste Aufführung am Nachmittag in der Kindermette und dann um Mitternacht in der Dreifaltigkeit mit kleinen Kindern. Und die letzte Aufführung haben wir dann am 25. Dezember in Kreik. Ja, natürlich habe ich selber auch schon mitgespielt. Ich bin meistens der Hirte. Das Schöne am Hirtenspiel zu Weihnachten ist eigentlich, dass man als Landjugend da zusammenkommt. Man ist zwar bei der Familie daheim und hat dann Stress ein bisschen, aber trotzdem kommt man mit den Freunden von der Landjugend zu Weihnachten zusammen und man sieht sich einfach.